Ja, herzlich willkommen. Hier ist der viertletzte FIFA 19 Stream der Saison 18-19. Heute geht es um die Partie Fortuna Düsseldorf gegen den SV Werder Bremen. Das Spiel, das morgen Nachmittag stattfindet. Ja, die Fortuna bekanntermaßen schon gerettet, dreht gerade die Ehrenrunden durch die Liga. Werder Bremen kämpft noch um den Einzug ins europäische Geschäft, vor allem die Europa League. Ist unter der Woche jetzt an Bayern München im Pokal gescheitert, unter, ja, sagen wir mal, unglücklichen Umständen. Das Spiel morgen, man wird sehen, wie sich die Fortuna präsentiert. In Mainz hat man etwas unglücklich verloren, kann man sagen. Da war definitiv mehr drin gegen die Bayern. Davor hatte man wenig Chancen. Rein personell kommt Adam Bocek auf jeden Fall zurück. Auch Osami ist zumindest wieder im Kader. Gehen wir auch gleich mal ins Spiel rein. Oliver Fink ist leider nach wie vor nicht Herzlich willkommen, liebe spielfähig, genauso wie Zuschauer. Wolf Fuß Sobotka. und Frank Buschmann begrüßen Die Sie auf fallen das weiterhin aus. Allerherzlichste zur heutigen Partie. Ansonsten habe ich nicht so In sonderlich der viel heutigen geändert. Partie spielt Bei mir kommt Fortuna Barkok in die Düsseldorf Mannschaft. gegen Werder Bremen. Vor Also Max eine Kruse dürfte auch etwas in dieser Begegnung mal wieder sehr offensivere viel abgeben. Variante. Jawohl, Max das sehen Kruse wir für immer wieder. morgen Der kann mit ist seinen Pässen, sehr mit seinen Flanken fraglich. für Gefahr sorgen. Das brauchen sie. Womöglich kann er nicht spielen, so wie es gerade so klingt, aber ja, das erste Mal hier bei FIFA läuft er auf. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation Ja, geschehen. Gieselmann Ja, da sehen kehrt wir bei noch Ihnen heute zurück nach ein 4-3-3, Verletzungspause, das drei kann man erwähnen. Stürmer und klar, dass es über die Ich denke, Flügel da wird gehen er wird. Suttner wieder verdrängen. Und ja, vorne werden wir, glaube ich, wie gewohnt, unsere offensive Dreierreihe mit Kovnatski, Luke Bacchio und Raman sehen. Genau, nochmal ein bisschen Shake Hands, das gehört dazu. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Herzstück dieser Ja, Formation oh, das mit ist Langkamp stimmt sogar, natürlich weil das Mittelfeld Veljkovic heute. gelb-rot Ja, gesehen im hat in 4-4-2 mit Raute sind München. Das ist sie jetzt aber vermutlich im eher Grunde da in zufällig, der dass das Zentrale ganz korrekt gut ist. aufgestellt und es bieten sich ja auch noch die Ja, Schickan, Möglichkeiten, da über Eggestein hier. außen gefährlich zu agieren. Genau, Veljkovic hier auf der Bank, logischerweise. Morgen darf er nicht spielen. Primär diese Rückrunde doch sehr stark. Jetzt erstmalig in der Liga gegen die Bayern im Jahr 2019 verloren. Das jetzt aber zweimal hintereinander. Und mal gucken, ob sie morgen so vom Kopf her in die Das Partie war der zurückkommen. Anstoß. Spiel läuft. Und dann legen wir mal los. Steht auch dem Stöger nicht im Weg. Bocek. Dodi Luke Bacchio. Stöger. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Jetzt der Schuss. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. War das Botzek? Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ah, da hätte schneller gehen müssen. So ist die Abwehr wieder da. Konterchance vertan. Da ist die Flanke. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Stöger. Das war einfach. Aber er hat Ah, den Ball. leider nicht durchgekommen dabei. Moisander. Und jetzt wird es Einwurf Ja, geben. gut, unter Druck gesetzt. Der Ball ist weg und Und jetzt das war könnte der nix. Gegner angreifen. Ja, und wie er Jetzt es sind sie am machte. Ball. Gieselmann. Weiter geht es mit einem Traumhaftes Einwurf. Aufbauspiel. Haje. Eggestein. Muss noch ein bisschen reinkommen, wa? Gebre Selassie. Nuri Sahin. Klasse Aktion, Ball ist weg. Da zieht er ab. Der Ball geht an die Latte. Eieiei. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ein bisschen Nur unkontrollierter der hinten gerade. Anrufer eben
Ach Gott, ach Gott, das wäre die Führung gewesen. Kruse! Nee. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Gieselmann. Gut aufgepasst. Aber ein bisschen entgegenkommen ist nicht verboten. Max Kruse. Im Moment komme ich gar nicht ins Spiel. Vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Nee, den kriegt der Keeper. Ist das so? Der alte Sprinter Botzek Richtung Ball marschiert. Nuri Sahin. Und Sahin. Ach. Das Foul pfeift er natürlich ab. Geht ja gut los hier. Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb. Vertretbar, naja. Muschi. Ja, absolut. Wir haben eben erst angefangen mit diesem Spiel. Aber wenn er hier zu viel durchgehen lässt, dann nutzen die Spieler das gerne aus. Naja. Der Ball kommt. Louis Sander. Nun Kruse. Kruse! Ach, das gibt's doch nicht. So, das ist eine gute Chance. Es gibt gelb und einen gefährlichen Freistoß. Oh ja, da könnte was draus werden. Ist eine gute Position. Er trifft hier eindeutig den Gegenspieler. Das war ein klares Foul. Und da lag der Schiedsrichter richtig mit seiner Entscheidung, hier abzupfeifen. Freistoß aus gefährlicher Position. Das könnte durchaus was werden. Der Versuch. Den Freistoß hat er optimal erwischt. Da okay, hat der haben wir so lange gespielt, bis das Tor reinging. Ne? Tja. Da kann man dann leider wenig verteidigen. Die Wiederholung könnte ich mir 100 Mal anschauen. Kann ich verstehen, war ein super schöner Freistoß. Tun wir aber nicht. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Hochspringen eigentlich so, ausgewählt da gehabt, wir aber also das 1:0. Mal sehen, bis hier. Ach, ist doch auch irgendwie alles egal. Wenn ja, der Computer wieder entscheidet, dass er das Spiel alleine mit sich selber spielt. Da kommt der Pass. Egestein. Klassen. Max Kruse. Da wäre Platz für den Konter. Da bedankt sich die Abwehr. Die Konterchance ist erstmal vertan. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Ludwig Augustinsson. Jetzt holt er sich den Ball. Stöger. Botzek. Souverän gemacht. War gar nicht so einfach. Die Führung ist ja auch gar nicht so verdient. Gieselmann. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Abgefangen, gut gemacht. Ja, und da ist natürlich original niemand. Botzek. Und er schießt. Ja, das ist dann noch los. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Da geht er gut dazwischen. Schade. Klassen. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Auf außen ist Platz. Abstoß, Ball war draußen. Nein, er will noch nicht so. Der Rückstand hilft zumindest dabei jetzt dann auch nicht, ne? Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Egestein. Er bekommt die Unterstützung. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo. Macht er ihn!
wieder nicht drin. Wahnsinn. Meine Fresse. Aber ist fast passiert. Was für eine Szene. Mächtig unter Druck und das Aluminium. Muss man wohl ruhig bleiben. Aber vielleicht hat der Computer das auch Alu selber entschieden. Ach ja, stimmt. Das Spiel soll ja Spaß machen. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Und so macht es ja gar da keinen Spaß. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ne, da waren sie nicht schnell genug. Konter ist erstmal zu Ende. Alle wieder hinten. Ja, genau, Langkampf ist schnell genug, um Luke Bakker zu halten. Ist klar. Fängt diesen Ball ist ab. Ist klar. Da ist die Hereingabe. So, Spannung drin. Na also. In dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Schade, da war er noch dran, ja, konnte aber das Tor nicht verhindern. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Eggestein. Moisander. Und Schein. Eggestein. Klassen. Ludwig Augustinsson. Und nun ein Schuss. Noch ist die Chance da. Gute Aktion. Gut geklärt. Und er schießt. Die Führung. Ach Mann, warum sehen denn meine Leute irgendwo im Niemandsland statt bei den Gegenspielern? Das kann ich nicht vorher steuern. Das muss dann also wirklich die künstliche Intelligenz meiner Mannschaft auch regeln. Wieso stehen die denn da nicht? Und der Treffer. Was soll ich in der Szene dann noch verteidigen? Da übernimmt er die Verantwortung und ist selbst erfolgreich. Niemand steht da. Als Kapitän auftreten. In Unterzahl aktuelle schießen die das Tor. Also 2-1. Ach, wirklich? Also, was ist denn da passiert? Also, bis vor kurzem schien es wirklich besser wieder geworden zu sein, das FIFA. Aber ich muss sagen, in den letzten Wochen. Ganz souverän hier vom Torhüter. Läuft es gar nicht mehr so gut. Also jetzt weniger bei mir, sondern auch also FIFA selber. Jetzt seien alle etwas dümmer geworden. Emre Selassie. Max Kruse am Ball. Eggestein. Stöger. Jetzt ist die Kugel weg. Mann. Eggestein. Er überzeugt heute als Passgeber. Jetzt Kruse am Ball. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Klasse Aktion. Der Ball ist draußen. Da haben sie ihn gut gestört. Klassen. Und Schein. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Die Defensive steht. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Tja, was soll ich dazu sagen? Er passt ihn auf den Flügel. Dodi Luke Bacchio. Da kommt der Pass. Jetzt die Flanke. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Aus der Entfernung wäre jetzt vielleicht. Ach Mann, das ist und dann auch noch Glückstore. Was ist das denn da heute? Natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Und diese Chance hier lässt er sich natürlich nicht nehmen. Den Ball drückt er ganz souverän über die Linie. Aber Wolf, ganz ehrlich, aus der Entfernung ist es kein Problem.
3-1 heißt es also jetzt. Botzek. Dodi Luke Bacchio. Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt Schein. Mein Gott. Klasse. Jetzt klappt nichts mehr, oder was? Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Nuri Schein. Jetzt schießt er. Da schießt er. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Klassen. Er geht weite Wege. Jetzt müssen sie aufpassen. Kruse. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Ich hast hier das Bein gebrochen. Jetzt Zimmermann. Geht hier einfach gar nichts mehr. Jetzt Stöger. Hat aber auch die Mannschaft hier irgendwie entschlossen. Botzek. Nee, wir sind jetzt nicht mehr spielfähig an dieser Stelle. Den Ball kann er klären. Gieselmann. Den Ball kann er abfangen. Natürlich wird er abgefangen. Gebre Selassie. Freistoßentscheidung. Ja, bitte gib ihm gelb-rot. Botzek. Marco geht auf jeden Fall zur Pause. Nuri Schein am Ball. Max Kruse am Ball. Nuri Schein. Klassen! Was für eine Parade! Vermeintlich klare Führung zur Pause. Ja, ja, ja. Das ist taktisch etwas. Ein bisschen ändern. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Das ist so etwas kompakter. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen auch immer mal Schiri durch. Geh mir nicht auf den Keks. Foul, Freistoß, und das ist eine gute Gelegenheit. Da hat die Mauer gut reagiert. Abgeblockt der Ball. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Kurze Ecke. Klasse Flanke. Super dazwischen gegangen. Sie kommen jetzt über außen. Rahman. Eckball. Und Max Kruse, wie fandst du ihn bislang in dieser Partie? Er hat sein Tor gemacht, sie liegen vorn. Bislang kann er wirklich zufrieden sein. Das wird auch der Trainer nicht anders sehen. So, Ecke kommt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Dodi Luke Bacchio. Ja. Gute Freistoßposition, das ist eine gute Chance. Freistoß jetzt, vielleicht ist das die Chance. So kommt der Ball dann nicht. Da kommt der Schuss. Den Ball erwischt er gar nicht gut. Und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter.
Super Aktion, gut geklärt. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird's brenzlig. Stöger. Klasse Aktion. Mann, was sind das für Bälle? Jetzt ist Platz für den Konter. Ludwig Augustinsson. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Fängt diesen Ball ab. Ach, Mist. Weiter geht es mit einem Einwurf. Ludwig Augustinsson. Klassen. Und Schein. Max Kruse am Ball. Einfach. Ball ist weg, aber geht da noch was? Da können sie erst mal klären. Gieselmann. Mal, Gieselmann, kannst du auch mal einen Ball an den Mann bringen? Karaman. Sie kommen über den Flügel. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Verteidigt da den Ballbesitz. Botzek. Rudi Luque Bacchio. Stöger! Ja, warum schießt du denn nicht vorher? Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Klassen. Da wäre jetzt Platz. Das wird jetzt Abschluss geben. Bei Werder Bremen gibt es eine Auswechslung, Buschi. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Zimmermann. Botzek. Das könnte die Chance werden. Dodi Luque Bacchio. Ach Mann. Oh, kein Tor. Schöner Ball. Das war eine große Chance. Ja. Langkamp. Gebre Selassie. Egestein. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Hereingabe jetzt. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Rama. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das könnte die Gelegenheit geben. Und er schießt. Er zieht ab. Und da klingelt es im Kasten. Entscheidend war hier die Vorbereitung des Angriffs. Und dann war er plötzlich frei und kann im 1 gegen 1 den Keeper überwinden. Das nenne ich effizient. Kaum kommen sie mal vors Tor, ist der Ball auch drin. Und damit konnte man nach diesem Spielverlauf nicht unbedingt rechnen. Ja, die Umstellung, die taktische, tut mir gut hier. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Moisander. Egestein. Klassen. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Da kann er ihn stoppen. Kruse jetzt. Super Pass. Gibt Ecke und die Chance, die Führung hier auszubauen. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. So, Ecke kommt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Sie bringen den Ball nicht unter Kontrolle und müssen weiter aufpassen. Oh. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Ganz dreckig. Das ist korrekt. Es gibt gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung.
Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Gieselmann. Rahmann. Karaman. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Gieselmann. Stöger. Hennings. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh, rot, Elfmeter. Es muss rot sein. Ja. Ganz klare Entscheidung, er war letzter Mann. Und so bitter das ist, da konnte es nichts anderes als die rote Karte geben. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Das wäre doch mal ein amüsanter Spielverlauf, oder? Ja, und so eine Chance lässt er sich natürlich nicht entgehen. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient, ein richtig... Da müssen wir die Aufstellung kurz anpassen. Ja. Gutes und ausgeglichenes Spiel. Milos Veljkovic. Pizarro. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Rahmann. Botzek. Jetzt müssen sie aufpassen. Da muss er flanken. Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Ludwig Augustinsson. Ludwig Augustinsson. Max Kruse. Pizarro. Tolles Zuspiel. Der geht nicht rein. Super Chance. Was für eine Szene. Botzek. Hennings. Karaman. Gieselmann. So, das ist abseits. Ach man. Lange diskutieren und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Nein. Rahman. Karaman. Das könnte gefährlich werden. Da kann er ihn stoppen. Pizarro. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Guter Ball nach draußen. Botzek. Rahmann. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Schöne Aktion. Da kommt der Schuss. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Es ist nicht mehr lange hin, aber es gibt nochmal Eckstoß.
In die Ecke kommt. Tolle Parade. Oh, das war eine Riesenchance. Oh mein Gott. Wohl schon entscheiden können. So bleibt es aber erstmal spannend. Da ist die Flanke. Der Ball ist weg. Abstoß. Oh, was war das für eine Situation? Nee. Die nicht. Der Ball danach. Max Kruse am Ball. Pizarro. Eggestein. Ein Tor wäre wichtig gewesen, aber der Abwehrspieler ist rechtzeitig da. Milos Veljković. Eggestein. Und Şahin. Da haben sie jetzt Platz. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ah, Mist. Da wollte ich zu viel. Jetzt Şahin. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Ja, setzt gut den Körper ein. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Und es wird Ecke geben. Da kommt die Ecke. Karaman. Das war knapp. Kaminski hat sich verletzt. Das ist nicht gut. Dann kommt er. Dann kommt der Hoffmann. Eggestein. Gebre Selassie. Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Sie kommen jetzt über außen. Packen Sie hier noch das Tor. Jetzt Kruse am Ball. Er gibt ab. Okay. Ja, noch Zeit, aber korrekt. Jetzt haben sie den Ball verloren. Pizarro. Es bleibt erstmal weiter gefährlich. Können sie sich befreien? Milos Veljković. Nuri Şahin. Er darf nicht spielen. Jetzt Kruse am Ball. Jetzt schießt er. Was für ein Pech. Oh ja, der wäre wichtig gewesen. Und noch ein langer Ball. Dodi Luke Bacchio. Karaman. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden. Stöger. Da zieht er ab. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Es gibt die Ecke und vielleicht noch die Chance auf den Sieg. Der Ball kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Ja. Und das war's, oder? Stöger. Unentschieden. Ach, schade. Nach der regulären Spielzeit. Ja. Und nach dem Spielverlauf darf ich mich, denke ich, nicht beschweren, ne? Miserable erste Halbzeit, 3-1 hinten. Und dann immerhin noch den Ausgleich geschafft. Freistoß aus gefährlicher Position, das könnte durchaus was werden. Ja, der Versuch. Aber, den Freistoß hat er optimal erwischt. Da hat der Torhüter keine Chance. Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt.
wackelt und er schießt. Die Führung also jetzt und das haben sie sich wirklich verdient. Sehe ich auch so, sind hier klar die bessere Mannschaft und das Tor ist eine logische Folge. Der Ball kommt rein, aus der Entfernung wäre jetzt vielleicht. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das könnte die Gelegenheit geben. Und er schießt. Er zieht ab. Und da klingelt es im Kasten. Ah, am Ende habe ich sogar mehr Schüsse aufs Tor gebracht. 80% Bälle. Ja, also ich glaube, das Unentschieden war am Ende für mich auch verdient. Damit könnte ich morgen übrigens auch liegen. Fortuna als einzige Mannschaft noch ohne Heimunentschieden diese Saison. Tja, man wird sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.